Hallo und willkommen zurück zu Skyrim. Wir sind in der Grotte und suchen immer noch den Gollum-Ei. Wir müssen ja noch rausfinden, wer eigentlich denn die neue Käuferin ist. Und ich vermute, er trifft sich mit ihr oder sowas. Mal schauen. Auf jeden Fall stehen uns hier noch ein paar Gegner im Weg. Blockt meinen Angriff. Der hat einen Apfelkuchen dabei. Das Gold ist mir aber etwas lieber, wobei das gibt 10 Punkte. 10 Lebenspunkte. Ja, warum nicht? Und das kann er behalten. Oh. Mondstein, das nehme ich mit. Und da ist schon der nächste. Nein! Das ging aber jetzt schnell. Sollte ich vielleicht besser meine Lebenspunkte vorher auffrischen. Mit etwas zu futtern oder ich habe so wenig Heiltränke. Welche, die auf längere Zeit wirken, habe ich. Also beziehungsweise 60 Sekunden lang einfach mehr Punkte gibt. Und das einzige richtige Heiltrank ist der hier dann. Der sofort Punkte dazu. Ach, da haben wir noch welche. Die habe ich die ganze Zeit übersehen. 14 Stück. Oh, gut. Dann ist ja gut. Mal gucken, ob ich den mit dem Bogen erwischen kann. Oh, er lebt noch. Komm. Kannst du mal bitte da hinten hochkommen, vielleicht? Moment, ich muss gerade mal gucken. Feuerart, habe ich doch ausgewählt. Ich habe es eben nochmal probiert. Ich hatte letztens bei der letzten Aufnahme eigentlich schon Probleme, das zu sprechen. Den Schrei finde ich eben gerade das merkwürdig. Wieso habe ich zwei Fackeln? Meine Güte, ich bin heute noch irgendwie zu dämlich. Ach, jetzt weiß ich. Ich habe das Spiel ja upgedatet. Da gab es ein Update, wo man zum Beispiel auch vom Pferd aus kämpfen kann. Und ich glaube, das hat irgendwie gerade meine Tastenbelegung wieder geschrottet. Deswegen funktioniert das nicht. Hier, genau, weil es legt immer die Schreie auf Z und da komme ich einfach mit meinem Finger nicht so schnell hin. Deswegen habe ich das lieber auf C. Kann man das bitte mal ändern? Nein? Doch, jetzt. Das erklärt es natürlich, warum das nicht funktioniert. Bei so einem knappen Kämpfen kann das schon entscheidend sein. Der andere... Bist du ins Wasser gefallen? Ach nee, da. Gold. Meine... Oh, Mondstein. Schön. Und hier bekommen wir einen Zwergenhammer. Den verkaufe ich gerne. Geld.
Und noch eine Fackel, die wir nicht brauchen. So, da vorne ist er dann wohl. Mal gucken, was er so zu sagen hat. Oh, da. Nein, nicht. Erst noch Kiste aufmachen. Und speichern. Vielleicht sollte ich erstmal. Ja. Damn you! Nö, das mit dem Schreien geht immer noch nicht. Ich werde es beim nächsten Gegner wieder ausprobieren. Irgendwas stimmt da nicht. Das nervt mich gerade etwas. Wo ich es auch ohne Gegner machen kann. Passt doch. Okay. Now there's no need to do anything rash. This isn't as bad as it seems. I was gonna tell Mercer about everything. Honestly, please, he'll have me killed. Mercer muss es nicht erfahren. Erzähl es mir zuerst und dann werde ich entscheiden. Erzähl es mir sofort oder ich bringe dich um, wo du stehst. Ich will erstmal wissen, ob es. Um dann entscheiden zu können. Alright, alright. It's Carlia. Her name is Carlia. Du sagst den Namen, als sollte ich den kennen? Mercer never told you about her? Nein. Carlia is the thief responsible for murdering the previous guildmaster, Gallus. Oh. Now she's after Mercer. Hilfst du ihr? Help? No, no. Look, I didn't even know it was her until after she contacted me. Please, you have to believe me. Boah, bei dem Typ weiß ich nicht so genau, was ich dem glauben soll. Wo ist Carlia jetzt? I don't know. When I asked her where she was going, she just muttered, where the end began. Here, take the Golden Glow estate deed as proof. And when you speak to Mercer, tell him I'm worth more to him alive. Okay. Gut, also. You needed to know more. Nein, danke, mehr muss ich jetzt nicht wissen. Ich möchte mich aber trotzdem erst hier ein bisschen umsehen. You needed to know more. Be careful. Eine Angel, die können wir aber nicht mitnehmen. You needed. Ach, halt die Klappe. No more. Kiste. Schön, da liegen einfach mal ein paar Schwerter rum. Allerdings auch keine so wahnsinnig wertvollen. Ich nehme es trotzdem mit. Oh, ein Expert-Schloss. Das kann lustig werden. Aber da hätten wir es beinahe gehabt. Jetzt wieder Millimeterarbeit. Und hier haben wir noch so einen Hammer Gold. Da sind Bücher. Ich da hoch. Hüpf. Hüpf, mein Kätzchen, hüpf. Wirst du doch besser können. Wieso springst du nicht? Och nö, ich häng doch jetzt da nicht fest. Also heute ist irgendwie der Wurm drin. Da, siehst du, hüpfen geht doch nochmal. Obwohl, ich glaube, da oben ist nix. Nee. Hätte uns eh nichts gebracht. So, auf dieser Seite hätten wir. Oh, oh, das sieht gut aus. Was ist das denn? Eine Debella-Statue. Die nehmen wir mit.
Und ein Seelenstein. Eine Kiste. Ach, schön, schön. Was man hier alles klauen kann. Noch mehr Gold, dann haben wir hier Stiefel mit Feuerresistenz und eine Kette. Oh, die hatte sogar, Moment, Verzauberung. Ach so, Pickpocket, 20% besser. Ja, da lasse ich lieber die Kette an, die wir haben. Die hilft uns im Kampf. Dann hier gibt es noch kaiserliche Rüstung. Die brauche ich auch nicht. Ist auch nicht so wahnsinnig wertvoll. Nur Fisch drin. Was hatten die denn da in den Käfigen? Ich glaube, das war's jetzt hier. Dann müssen wir zurück zu unserem Gildenmeister, der jetzt auch bedroht wird von derjenigen, die wohl den vorherigen Gildenmeister umgebracht hat. Diese Kahira, oder wie heißt? Ach, ich drücke halt auch dauernd das Falsche. Wo ist denn hier? Quests, danke. Also gehen wir zurück in die Diebesgilde. Hier gab es auch irgendeine Stelle, wo man im Kreis läuft. Ich vermisse Lydia. Die habe ich, glaube ich, am Dock stehen lassen. Mal genau umsehen. Ach ja, da habe ich wieder ganz viele Sachen übersehen. Wozu Zeug trinke ich irgendwie nie? Ich vergesse es immer, dass ich das habe und dann nutze ich das im Kampf nicht. Da oben sind noch Heiltränke. Hüpf und... Nein! Jetzt gleich nochmal... Schwierig. Mir eine Kiste herziehen? Nee. Ha! Einen Trank habe ich geschnappt. Ach, was soll's. Ich werde mich jetzt hier nicht rumschleichen. Wenn noch irgendwer was von mir will, wird er halt bekämpft. Trollfett. Da ist eine Kiste.
dass ich die noch gesehen habe. Die bringt uns auch weitere Heiltränke und Gold. Ach so, da können wir aufs Schiff gehen. Oder auch nicht, das ist zu hoch. Kamen wir denn noch auf die andere Seite? Doch, da. Ah, hat leider keine Kiste. Ja, unsere Waffe ist nicht mehr aufgeladen. Die Feuerwaffe. Ja, ich dachte, hätte ich vorbei. An ihm vorbeigeschrien. Hör auf, dich zu reihen. Ich habe aber, glaube ich, nichts dabei, was unser Schwert aufladen könnte. Das sieht man ganz einfach, wenn man das Schwert, das war's nicht, das war's, anwählt und dann auf T drückt. Und dann, oh, sieht's aus, als hätten wir tatsächlich sowas dabei. Können wir es ein ganz klein bisschen aufladen. Nochmal. Hä? Ich habe mehr dabei, als ich dachte. Cool. Passt wieder ganz aufgeladen. Nein, sogar ganz aufgeladen. Also ich werde mich hier weiter gründlich umsehen. Ich habe es gerade nicht ganz so eilig, wieder zurückzukommen. Weil es ja einfach irgendwie hier so ein Paradies für Diebe ist. So viel Zeug auf einen Haufen. Wollen wir uns irgendwas Nettes zum Anziehen mitnehmen? Hier, wie wäre es so hier für noble Leute Kleider? Das, was die Adligen so tragen oder die Bürger höherer Klasse. Schönen Stiefeln dazu. Werde ich bei Gelegenheit mal anziehen. Irgendwer wollte auch mein, was, Kitty Cat? Weiß gar nicht mehr. Irgendwer hatte gemeint, würde gerne mein Haus in Whiterun sehen. Das kann ich auch mal zeigen und dann kann ich hier vielleicht die Sachen anziehen. So, da haben wir noch mehr Schwerter, Helme, dies interessiert mich nicht ganz so. Teppiche. Tja, wenn ich damit mein Haus einrichten könnte, würde ich die mitnehmen. Geht leider nicht. Ach so, und hier gab es ganz viel Käse. Käse. Ach ja, schon lustig. Okay, das war's aber jetzt, denke ich. Genug geraubt. Oh,
I mostly deal with petty thievery and drunken brawls. Been too long since we've had a good bandit raid. Ich bin jetzt doch etwas irritiert. Ich dachte, ich hätte die Lydia wahrscheinlich hier irgendwo abgestellt wegen der ganzen Beschattungsaktion, aber ich habe die wahrscheinlich schon viel früher zurückgelassen. Hallo. You talk to Egg Brothers. Deja has no words for you. Du will nicht mit mir reden, leider nicht. You have no knowledge of who you speak to. Go away. Also bevor ich jetzt schnelle Reise mache, möchte ich doch irgendwie gern noch die Lydie einsammeln. Da ist mein Pferd. Haha, toll. Ich habe keine Ahnung, wo ich sie gelassen habe. So ein Mist. Ich habe vergessen, wo ich Lydie abgestellt habe. Wenn überhaupt. Ach so, und jetzt kann ich mal zeigen. Man kann jetzt vom Pferd aus kämpfen. Das heißt, ich kann hier meine Schwerter wählen. Das ging vorher nicht. So, dann Karte. Es geht zurück nach Riften. In die Diebesgilde. Dann bin ich gespannt, was als nächstes auf uns wartet, welche Aufgabe wir als nächstes zugeteilt bekommen. Wenn sie nicht ganz so weit weg liegt, werde ich das wieder so ein Stück mit dem Pferd machen. Jetzt, wo wir auch vom Pferd aus kämpfen können, wird das vielleicht ganz interessant. Ja, und ich hoffe, dass ich... Ich muss wohl mein letztes Video nochmal gucken, damit ich weiß, wo Lydia abgeblieben ist. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.